Wir reagieren heute auf Sarah Wagenknechts Auftritt zum politischen Aschermittwoch, den sie in einem Wirtshaus in Passau gehalten hat. Und ich will gar nicht lange drum herumreden. Ich würde einfach sagen, los geht's. Wagenknecht wagt hier nämlich einen ziemlichen Rundumschlag. Jedenfalls, wenn ich die Ausschnitte, die ich schon gesehen habe, erstmal zusammenfassen kann. Ich habe mir das Ganze noch nicht angeschaut, sondern wie gesagt, erst auf Twitter einige Ausschnitte gesehen und die waren vielversprechend. Klaus die Idee hatte, zu sagen, ach Mensch, wir machen doch dieses Jahr wieder Aschermittwoch, habe ich das, die Einladung auch deshalb besonders gern angenommen. Weil wenn man zum Aschermittwoch kommt, dann gibt es immer ein besonderes Ereignis. Man wird nämlich in der Nacht davor im Hotel Wildermann untergebracht. Das kannte ich schon, da war ich schon mal, Hotel Wildermann. Aber ich war wirklich, also richtig angespannt, ob das immer noch so heißt. Also immerhin vor 10 Jahren, da sind ja viele Genderkämpfe gestritten worden. Und ehrlich gesagt, einfach nur Mann, ohne Gendersternchen, ohne Innen. Also das ist ja schon ein politisches Statement. Aber ich fand es toll. Es heißt immer noch Wilder Mann. Es hat sich nicht beeindrucken lassen. Richtig so. Ich meine, selbst der Weihnachtsmann ist ja inzwischen umstritten, ne? Also es gab ja eine ernste Diskussion im letzten Winter. Also Ja, es ist alles nur noch irre. Dazu kann man, glaube ich, gar nicht mehr viel sagen. jetzt zu letzten Weihnachten, den vielleicht als Weihnachtskraft in Zukunft zu benennen, weil es geht ja also um die Gerechtigkeit. Also ich frage mich wirklich, was manche Leute in unserem Land für Probleme haben. Also das sind die Leute, die denken, jeder Rentner hat 2000 Euro, dann kann man sich um die Weihnachtskraft kümmern. Wir kümmern uns dann lieber um die Renten. Oder auch die Regierung, die hat ja jetzt ein Gesetz im letzten Herbst auf den Weg gebracht, dass jeder also einmal im Jahr seinen Geschlechtseintrag ändern darf. Seitdem gibt es ja eigentlich offiziell keine Männer und Frauen mehr. Es gibt nur noch Ja. Lebensabschnittsgeschlechter. Und ja, in der Zeit. Ja, so kann man es auch, so kann man es zusammenfassen. Ja, aber das ist tatsächlich die politische Haltung dieser Bundesregierung. Also, das Essen nicht mehr leisten, aber wenigstens habt ihr jetzt die Freiheit, jedes Jahr einmal euer Geschlecht wechseln zu dürfen. Seid zufrieden damit, wenn ihr euch beschwert, dann seid ihr leider Staatsdelegitimierer. Also wilder Mann. Aber dann dachte ich, oder zumindest sagen das Böse zu. Wetten, aufgrund des Witzes eben, wird man Sarah Wagenknecht wieder Transfeindlichkeit vorwerfen. Ich meine, es ist ja so völlig irre im aktuellen Diskurs. Also da haben wir auch einige sehr intelligente Gestalten, die mit solchen Vorwürfen sehr schnell zur Hand sind. Zungen, die Freiheit, sein Geschlecht frei zu wählen, das sei auch ein bisschen der Ausgleich dafür, weil man ja sonst nicht mehr so viele Freiheiten hat. Also die Freiheit, seine Heizung frei zu wählen, Klaus, das Heizungsgesetz ist nicht weg. Das ist ein Irrtum. Das Heizungsgesetz kommt, es kommt nur ein bisschen später. Dann regiert Herr Habeck im Heizungskeller. Also nichts mehr mit Freiheit über die Heizung. Naja, und mit dem Auto wird auch relativ eingegrenzt die Auswahl, sobald der Verbrenner verboten wird. Naja, und in der Frage von Krieg und Frieden, klar darf man immer noch denken, was man will, aber mit dem Äußern. Also seit Frau Faeser ein Gesetz auf den Weg gebracht hat, das selbst die Süddeutsche Zeitung als Lizenz zum Anschwärzen bezeichnet, nämlich ein Gesetz, das den Verfassungsschutz ermächtigt, jeden, den er als radikal ansieht, im privaten Umfeld anzuschwärzen, ist das mit der Freiheit, über Krieg und Frieden nachzudenken, vielleicht auch nicht mehr so weit her. Also gibt es neue Freiheiten. Naja, die Frage von Krieg und Frieden allerdings, die hat mich dann doch dazu gebracht, eine Lösung für dieses Rätsel zu finden, warum es den wilden Mann noch gibt. Weil seit Krieg und Frieden und seit die Frage der Kriegstüchtigkeit Deutschlands aufgekommen ist, sind wilde Männer plötzlich wieder richtig hoch im Kurs. Also wenn ich mir so diese Ampelpolitiker angucke, also einige sind da richtig wild geworden. Also ich denke hier an den Hofreiter Toni, ja auch aus Bayern bekanntlich. Also wilder Mann ist da noch harmlos, ne? Also wie der drauf ist seit einiger Zeit, das ist wirklich, also ist schon eine harte Nummer.
Und ich frage mich auch immer, wo diese ehemaligen Wehrdienstverweigerer plötzlich ihre ganz exakten Militärkenntnisse her haben. Also wenn Sie mit Toni Hofreiter reden, der kennt die exakten Namen aller Panzertypen, die in Deutschland gebaut werden. Und der kann Ihnen auch genau erklären, warum jeder einzelne dieser Panzer ein Gamechanger im Ukraine-Krieg war. Also wie oft die Ukraine den Krieg schon gewonnen haben muss. Ja, das ist natürlich... Also in so einer lockeren Stimmung, bei so einer lockeren Rede, das sind ernste Themen, die hier besprochen werden. Also vorhin, wir haben eine Verfassungsfeindin als Innenministerin. Demokratiefördergesetz, also der Name sollte schon alle aufhorchen lassen, gerade vorbereitet, was die Opposition noch weiter einschränken soll im Ukraine-Krieg. Da, ja, die deutschen Panzer, die angebliche Gamechanger sein sollten, die sind vor Robotünen in Flammen aufgegangen, weil die eben keine Gamechanger waren, sondern von den Russen ähnlich einfach vernichtet werden konnten wie die sowjetischen T-Modelle. Und der Ukraine-Krieg, der geht immer noch weiter und jeden Tag sterben dort hunderte Männer. Vor kurzem ist Avdiivka gefallen. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass dieser Krieg in naher Zukunft enden wird. Und wenn er enden wird, dann wohl eher zum Nachteil der Ukraine. Je länger er dauert, desto mehr zum Nachteil der Ukraine. Als wir die Schützenpanzer geliefert haben, als wir die Leopardpanzer geliefert haben, als die Kampfjets geliefert wurden, naja, und weil es immer noch nicht so ganz geklappt hat, muss man jetzt also auch noch die Taurus-Raketen liefern. Klaus hat ja vorhin schon was dazu gesagt. Wobei diese Wildheit leider an Geschlechtergrenzen auch nicht Halt macht, weil Rudi Hofreiter ist ja nicht der Einzige. Wir alle kennen ja hier unsere Freundin Marie-Agnes Strack-Rheinmetall. Also danke an alle Finanziers des Kanals. Ihr wisst, Medien vertreten die Interessen derer, die sie bezahlen. Das ist auch so richtig. Also wilde Frauen gibt's auch. Und da wird ja auch so massiv für Rüstung geworben. Und das führt mich jetzt dazu, Europawahl ist ja auch schon angesprochen worden. Also nicht, dass ich irgendwie große Sympathie für die FDP hätte, aber 1% sollte sie bei der Europawahl bekommen. Das hätte nämlich einen ganz großen Vorteil, dass die gute Marie-Agnes Strack-Zimmermann nicht mehr im Bundestag und im Verteidigungsausschuss ihr Unheil treiben kann, sondern dass sie ganz... Ja, dann würde man sie im Europaparlament entsorgen. Da könnte sie tatsächlich weniger Schaden anrichten. Das stimmt schon. Und Verteidigung ist ja aktuell noch Domäne der Mitgliedstaaten. Deutschland halt mehr Schaden anrichten als im EU-Parlament. Weit weg in der Lobby Hochburg Brüssel abgeschoben wurde. Einige sagen ja, das sei das Geheimrezept von Herrn Lindner. Weil, naja klar, die FDP-Umfragen sind, wie sie sind, ne? So 3-4% zurzeit. Und er hat offenbar keine andere Lösung mehr gesehen, als jetzt die gute Marie-Agnes Strack-Zimmermann mal eben ganz aus der Schusslinie nach Brüssel zu schicken, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht noch mal nach oben geht. Aber ich glaube, da wird nichts draus. Und bei der Europawahl, also die 1%, die können Sie, glaube ich, schon alleine schaffen. Wir werben natürlich dafür, dass das BSW aber so richtig stark wird bei der Europawahl, weil das ist unsere erste Wahl. Und ich denke, wir alle gemeinsam werden alles dafür tun, dass wir Ihnen zeigen, wir sind eine Kraft in Deutschland. Wir werden dieses Land verändern. Und die Europawahl ist der Start dafür. Wichtigstes Argument dafür, dass das BSW zweistellig werden sollte, ist, dass Michael Lüders dann ins EU-Parlament kommt. Also Michael Lüders müsste dann nicht nur Bücher schreiben und auf seinem YouTube-Kanal über die Außenpolitik und die europäische Außenpolitik meckern, sondern er könnte im Parlament direkt Reden halten, direkt mitentscheiden. Also, wie gesagt, wenn das BSW zweistellig wird, dann kommt Michael Lüders und auch Michael von der Schulenburg kommt dann auf jeden Fall ins EU-Parlament. Und wir haben ja auch wirklich tolle Kandidaten. Also schon deshalb bitte ich auch alle nochmal, diese Listen auszufüllen. Und soweit Sie aus Passau sind, habe ich mir auch sagen lassen, müssen Sie nicht alle einzeln aufs Amt. Da brauchen Sie es nur ausfüllen, liegen lassen. Das machen dann hier unsere Kolleginnen und Kollegen aus Passau. Ja, weil wir so tolle Kandidaten haben, die dann wirklich auch in Brüssel sein sollen und sein müssen, wie zum Beispiel Fritz Pirner, der heute auch hier ist. Fritz, der die ganze Corona-Zeit lang
Herrn Söder so mutig die Stirn geboten hat und der dafür steht, dass man sich nichts gefallen lässt und der auch will, dass diese ganzen Untaten dieser Zeit, wo irgendwelche Politiker aus irgendwelchen Ideen heraus plötzlich flächendeckend Schulen geschlossen haben oder der Meinung war, wer sich nicht impfen lässt, der muss mal eben raus aus dem gesamten öffentlichen Leben. Er will, dass das aufgearbeitet wird. Und ich finde, das ist unglaublich wichtig. Und deswegen, schon wegen Fritz, starkes Ergebnis in der Europawahl. Doch zurück zur Frage Krieg und Frieden. Manchmal fragt man sich, und das ist ja wirklich auch, das ist ja ein verdammt ernstes Thema, es ist ja eigentlich überhaupt nicht lustig. Warum sind die eigentlich alle so drauf? Warum werben die so für Rüstung, immer mehr Waffen? Geld, Karriere, also das wären die ersten zwei Dinge, auf die ich tippen würde. Exporte in alle Welt. Und dann fällt einem auf, ist vielleicht nicht die ganze Begründung, aber doch bei einigen irgendwie ist es auffällig, viele von denen, die da jetzt so die wilden Männer und Frauen spielen, haben Rüstungskonzerne in ihren Wahlkreisen oder sitzen selber, wie zum Beispiel unsere FDP-Frau, in den Lobbyorganisationen der Rüstungskonzerne mit drin und werben da besonders heftig, was sie nicht nur selbstlos tun, weil man muss sich mal angucken, wohin Rüstungskonzerne spenden. Das ist interessant. Lange Zeit, also die CDU hat da immer schon gekriegt, die CSU auch natürlich, neu ist seit einiger Zeit, aber sehr verständlich, auch die Grünen kriegen neuerdings Spenden von der Rüstungsindustrie. Und ich muss sagen, ja klar, wenn ich der Chef von einem großen Rüstungskonzern wäre, also bei den Grünen, da würde ich jetzt so richtig reinpulvern, also was die denen für ein Geschäft besorgen. Aber mein Gott, wie kann man das denn mit seinem moralischen Kompass vereinbaren? Wir sind ja inzwischen größter... Ja, in der Wirtschaft geht es leider nicht um Moral, sondern um Macht. Waffenlieferant, nicht nur nach den USA für die Ukraine, sondern wir liefern Waffen in alle Welt. Wir liefern jetzt Kampfjets und Iris-Raketen an Saudi-Arabien. Unsere hochmoralische, feministische Außenministerin hat jetzt plötzlich bei den saudischen Islamisten ihre feministische Freundschaft geschlossen, bei Leuten, die Frauen steinigen, die Journalisten zersägen. Das ist unsere moralische Außenpolitik, unsere wertegeleitete. Was für eine Heuchelei ist denn das, verdammt nochmal? Und ehrlich gesagt, wenn ich das mit diesen ganzen Spenden so sehe, da lobe ich mir wirklich den Papst. Ich weiß nicht, wer es von euch verfolgt hat. Ich fand das schon sehr bemerkenswert. Der Papst hat eine Spende von 1,5 Millionen Euro von einem italienischen Rüstungskonzern an den Vatikan zurückgehen lassen. Hat das zurücküberwiesen. Und ich sage euch, sollte das BSW jemals, ich glaube nicht, dass es stattfindet, aber sollte uns jemals ein Rüstungskonzern sponsern, wir werden es machen wie der Papst. Dieses Geld ist blutiges Geld, das wollen wir nicht haben. Wir brauchen die Spenden und die Unterstützung von euch und den normalen Menschen. Und da bekommen wir sicherlich auch genug. Ja, das ist auch absolut richtig. Also diese Parteispenden sind ein Einfallstor für Wirtschaftsinteressen und sollten viel härter reguliert werden, als sie es aktuell sind. Also nicht nur das BSW sollte sich da integer verhalten, sondern es sollte, sobald es in irgendeine politische Machtposition gekommen ist, sobald sich Mehrheiten im Bundestag dafür ergeben, sofort auf Strick der Parteienfinanzierung drängen.